Die Inkarnation des englischen Frauenfußballs, wenn man so will. Hope Powell auf der einen Seite. Und ein ähnliches Attribut ist sicherlich ihrem gegenüber Leon. Wenn wir ihn dann im Bild haben. Faye White hat die Engländerinnen aufs Feld geführt. Die Kapitänin, die lange angeschlagen war, ein bisschen verletzt war, aber die rechtzeitig pünktlich zu diesen Weltmeisterschaften wieder fit geworden ist. Sie hat eine erfahrene Mannschaft hinter sich, die über 27 Jahre alt ist im Durchschnitt. Der Ball drin. Genau das ist eingetreten, was wir Ihnen zuvor gesagt hatten. Die Kopfballschwäche der Mexikanerinnen und die kleine Torhüterin. Sie machen es bei Standardsituationen den Engländerinnen leicht. Farrah Williams bringt, und das ist auch nicht unbedingt ein Hühne von Körpergestalt, aber sie gewinnt das Kopfballduell gegen Rangel, bringt England hier mit 1:0 in Führung. Rangel. Ocampo. Schussversuch, ja! Und was ist das denn für ein Versuch? Aber was macht denn die Torfrau da? Mensch, das gibt's doch nicht! Tor für Mexiko! Da kommt's noch mal. Ocampo, wohin mit dem Ding? Noch rein einfach. Oi, oi, oi. Sie hat noch mal nach oben geschaut. Karen Bardsley, und hätte es lieber nicht getan, um sich diese Szene zu ersparen. Vom Gegentor. Mayor. Wollen die runterlaufen lassen. Spiel ist längst abgepfiffen. Keiner hat es gemerkt. Doch, doch, jetzt endlich. Die Spielerinnen, die Engländerinnen sind zu erschöpft, um sich zu ärgern. Und die Mexikanerinnen freuen sich. Zumindest innerlich. Was für ein Ding. Monica Ocampo trifft in der 33. Minute und erklärt noch einmal der englischen Torfrau, wo der Ball dahin gegangen ist.